Willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn. Für euch jetzt quasi im Anschluss an das erste Mal, was ich gespielt habe. Für mich Überall allerdings Schnappmaulkadaver. ist es jetzt Kein direkt Wunder, dass das die zweite Grauhaar Mal, dass ich studiert. das hier alles mache, weil eben ich ein Speicherproblem hatte und es hat ziemlich mich genervt. Also, wenn man 57 Minuten Part macht, den kompletten Quest abschließt und dann das macht. Wer Ich wollt hatte das nicht? hier jetzt gerade eröffnet, da hatte ich glaube ich 8 von 10. Muss ich das Inventar wieder kurz umstellen, weil wir den nicht ausgerüstet haben. Ablegen. Doch, wir haben ihn ausgerüstet. Cool. Schießplatten von Maschinen und wir brauchen das Schnappmaulherz. Ich brauche ein Herz von dir. Ich bin ein kleiner Mann. Hole mir einfach alles ran. Da drüben sind schon die Schnappmäulchen. Und die Läufer. Sehr nützlich. Nicht aus wie ein Weidenhaus. Da kommt schon das erste Krokodil und hat uns erwischt. Am einfachsten ist, glaube ich, wenn wir einen von den zehn. Weil das von dem Action, wir haben keine Heilung. Also wir haben kaum Heilung. Ich habe nur zwei Heilungen. Bleib einfach stehen und schießt dumm durch die Gegend. Komm doch her. Komm doch hier. Toll, jetzt geht er wieder weg. Das da drüben macht noch so ein Krokodok. Hä? Ich bin im Stein verbuggt. Geht schon wieder gut los hier. Au. Jetzt komm doch mal her. Alles klar. Dann halt nicht. Dann erschieße ich dich jetzt. Reicht mir jetzt mit dir. Kein großer Panzer oder sowas. Toll. Nervig. Sprengfallen, dann halt ein Jägerfall. Toll, bringt überhaupt nichts. Hier hinten sind auch noch das ein oder andere Schweinchen. Wir sind aber jetzt gleich tot. Das ganz ohne Not. Bist du tot? Bist du reingelaufen? Ja, kann natürlich von der anderen Seite hierher schießen. Da krieg ich auch langes Kotzen. Alter! Du warst gerade auf der anderen Seite. Willst du mich jetzt verarschen, oder was? Dazu noch was sagen. Also vorhin bin ich nicht gestorben.
Der geht nicht in meine Falle, der andere hat keinen Bock auf irgendwas. Ist doch nicht normal. Überall Schnappmaulkadaver. Cool, dass wir an dem Kein Wunder, dass die Grauhabichte hierher wollten. Louis. Ich hab das zum ersten Mal gesehen. Diesmal machen wir es anders. Wir zähmen uns jetzt das erste Vieh, was wir sehen. Oh, zu weit gerutscht. Komm her. Komm her, Junge. Komm doch jetzt her. Mann, ey. Nein! Haben wir eigentlich jetzt den Quest noch... das Tutorial noch offen? Wo wir quasi... Sieh sich mal einer den Kiefer von dem Ding an. Wo wir quasi der Sting machen. Wie wie? Haben wir? Wie wie? Wie wie? Haben wir natürlich nicht mehr. Platten von Maschinen. Krokodok? Du bist jetzt mein. Dann will ich, dass das jetzt hier einfacher wird. Sprung! Können die seit neuestem weiter springen oder was? Ich meine, der war 10 Kilometer weg von mir. Der hat schon mal einen Breitkopf ausgemerzt und da ist das Krokodil. Mehr kann ich nicht tragen. Gut, dann schmeißen wir was weg. Wenn sie es sagt, scheiß auf das leuchtende Geflecht. Geschafft. Und jetzt bringe ich es diesen Jägern. Schnell zurück. Im letzten Versuch, wo ich nicht gescheitert bin, den Quest beendet habe. Ich weiß ja, was wir als nächstes jagen müssen. Der Quest geht ja noch weiter. Da habe ich dann auch gleich alles eingesammelt, dass ich direkt mich dann fast voll geheilt hatte. Also mit Blümchen voll geheilt hatte, fast. Mach mal diesmal nicht. Diesmal teleportieren wir direkt hin. Hier, das Herz für euch. Was ist mit der Abmachung? Ein Deal ist ein Deal. Ich kann meine Schulden zahlen. Wir verschwinden. Gut. Und bleibt weg. Aloy. Allerdings, der Nachteil ist, ich weiß, was wir als nächstes jagen. Wir brauchen die Heilung. Glückwünsche sind angebracht. Ich wollte sicherstellen, dass du zurechtkommst. Du hast alles gesehen? Na klar. Tarkas, die Sonne leuchte ihm. Er hat mich sehr viel gelehrt. Zuallererst, ein Habicht verlässt nie seine Drossel. Warte, heißt das... Ich will für deine Mitgliedschaft bürgen. Geil. Wie klingt das? Maschinen jagen, Trophäen gewinnen, Assis absetzen. Machen wir eh schon. Bin dabei. Ich komme in die Loge, sobald ich kann. Geil.
Wir sind akzeptiert worden. Wir haben uns gerade selbst getötet. Geil. Wir sind akzeptiert worden. Bam. Alter. Ich habe mich zweimal fast selbst jetzt gekillt. So soll es sein. Du altes Schwein. Waffen der Loge. Etwas für Kenner. Also das hier unten... Das war... Wir machen jetzt erst den Quest hier. Jägersitz. Dann machen wir den anderen Jägerquest. Dann gehen wir nochmal zum alten Waffenlager. Das hier machen wir nicht. Und dann werden wir uns auch langsam um das Vögelchen kümmern. Das Vögelchen, das Vögelchen. Hä? Ich habe den Quest gar nicht aktiviert. Bin ich blöd? 1500 Meter. Blume? Blume? Alter, hier ist nicht eine Heilblume jetzt gewesen. Da ist wenigstens mal eine. Da ist die nächste. Etwas Vorrat. Nachteil ist natürlich, wir müssen erstmal uns hochheilen, bevor wir auf Vorrat wieder sammeln können. Ich kann es euch ja sagen, weil ich da eh gerade durchgespielt habe. Also diesen Quest hier. Unsere nächste Aufgabe wird sein, den Donnerkiefer. Und was wir eh machen müssen, den Sturmvogel. Das ist ja jetzt kein Spoiler, es kommt jetzt sowieso gleich und ich habe es eben schon mal gespielt und ich habe so einen Hals gehabt. 58 Minuten gespielt. Ich stand fast vor ihm. Und dann speichert die PlayStation nicht. Dann war auf einmal der Speicherplatz voll. Dann ging gar nichts mehr. Dann hat sich's aufgehangen. Alles war weg. Und ich so, leck mich am Arsch. Ich hab keinen Bock mehr. Das spiele ich nie wieder. Das Spiel schmeiß ich weg. Habe jetzt trotzdem was gegessen. Und dann direkt angefangen weiter zu spielen, weil ich will das Finale sehen. Ich will das Finale sehen. Das war jetzt das zweite Mal, dass das passiert ist. Natürlich kotzt das mega an. Das ist so, dass das bei Spielen mich am meisten stört. Man spielt was, man gibt sich Mühe, man will was zeigen, macht extra schön alles so, zeigt so Sachen, so was man normal nicht zeigt. Man sammelt hier die Scheiße mit ein und dann alles umsonst. Knapp eine Stunde umsonst. Dann denkst du dir, fick dich. Fick dich. Entschuldigung für diesen Wortlaut, aber es ist so. Fick dich. Vorne ist eine Blume. Da kommt gleich noch eine. Oh. Nein, Feuerbrennwurzel. Scheiße. Oh, oh, Loch. Oben mischen wir durch. Da oben gehen wir auch durch. Jetzt gehen wir jetzt doch wieder zu Fuß. Aber wir brauchen... Ihr wisst ja jetzt, gegen was wir kämpfen. Wir brauchen einfach diese Heilung, egal was ist. Oh, das wird eine laute Sache. Oh. Und wir brauchen nicht jetzt die Vögel hinter uns noch her. Da ist der doch. Ich weiß gar nicht, ob wir den dann herausfordern, weil ich habe gar nicht geguckt, gegen welchen wir kämpfen. Und wir haben ja noch einen Quest. Die reden ja da bei der Loge immer davon, diesen ultimativen Donnerkiefer, sage ich mal. Dieser, der so tiefe Narben hat, der extrem stark sein soll. Und warum ich diesen Quest ja jetzt gerade mache, ich hoffe, dass nach dem Sturmvogel und nach dem Donnerkiefer dann... vielleicht schon der Kampf gegen ihn kommt, weil ich sag ganz ehrlich, ich nehme an, dass der stärker ist wie der Finalboss. Das sage ich ganz ehrlich, nehme ich an, bei Final Fantasy war es ja genauso.
Da hast du ja auch stundenlang trainiert, um irgendwas zu besiegen. Und das Finale hast du dann einfach durchgerockt, sage ich mal. Das hält sich. Und dann musstest du da Spezialgegner besiegen, die dann aber so stark waren, dass du wirklich nur auf die trainiert hast, verzweifelt bist. Gerade bei Final Fantasy 13 zum Beispiel. Das war, glaube ich, 13, genau. Und dann hast du da übelst trainiert. In der Hoffnung. Hier geht's zu tief runter. Dass du da bestimmte Monster besiegen kannst aus dieser. Das ist aber ja auch sowas. Sowas in der Art wie eine Jägerloge, quasi wie hier. Anders da aufgebaut. Da sind Wächter. Ich glaube, wir haben doch noch ein Tutorial, wo wir die abschießen müssen. Oder. Ich meine, wenn wir die mitnehmen können, die Tutorials, warum nicht? Erledige Wächter mit Präzisionspfeil ins Auge. Du wirst mir sicher noch nützlich sein. Hä? Wo rennen die hin? Nichts als Sieg. Der kämpft nicht mehr weiter. Ich sehe nichts als. Ich habe nicht mal eine einzige erwischt, weil ihr den schon alle tot gemacht habt, ihr Schweine. Die Kaja haben den Sieg davon getragen. Schon wieder! Diesmal in der Tat. Ich hasse euch auch dafür. Aber ist auch kein Problem. Dann werden wir halt in irgendein Wächterareal oder sowas mal gehen. Ich meine, das kriegen wir schnell hin. Heilers Eid, rede mit Galef. Wollen wir das erstmal machen? Dass wir das dann auch jetzt gemacht haben. Ich meine, der andere Quest, da will ich dann ja. Ihr wisst ja, gegen was wir dann kämpfen. Und das wird ja schon schwer genug. Jetzt bei Galef kenne ich zum Beispiel gar nicht. Das wäre jetzt so auch was Neues für mich. Oh, ich krieg auch was Neues. Wir müssen jetzt alle Nebenquests schaffen. Heilung haben wir jetzt eigentlich genügend. Kann man auch noch unterwegs was einsammeln. Also das Wichtigste ist gemacht. Ladebildschirm, geh schneller, danke. 60 Meter nach da. Ich habe keine Zeit, mit Fremden zu reden. Da ist er! Bist du Galef? Der Heiler? Ich wollte den Tag damit verbringen, auf das Land meines Exils zu starren und mir leid zu tun. Doch du bist nicht aus Sonnenfall. Könnte interessant sein. Ich komme aus der Zeltstadt dort. Ein Mädchen ist krank. Ihr Bruder hat mir von dir... Die Antwort ist nein. Was? Nein, ich habe keine Medizin übrig. Und schon gar keine Zeit. Was?
Meine Vorräte sind schon fast verbraucht. Verbraucht wie die dreckigen Lumpen, die als Verbände dienen. Warum hilfst du nicht? Sieh's mal aus meiner Perspektive. Das Wenige, was ich habe, wird eingeschmuggelt. Das ist teuer. Der größte Teil davon geht an das Militär. Und dann ist da natürlich die Zitadelle. Helis Falken nehmen öfter ein böses Ende. Der Rest ist für die Adligen, die mich gut für meine Dienste bezahlen können. Geizhals! Sieh's mal aus meiner Perspektive. Ein Mädchen ist krank. Ich glaube, uns trennen unüberwindbare ideologische Hindernisse. Du bist das letzte Heiler. Gegen ein Gewissen gibt es keine Heilung, aber inzwischen bin ich ziemlich immun dagegen. Und doch, wenn dir so viel an diesem einen Mädchen liegt, machen wir einen Deal. Ja! Meine Wohltätigkeit für ein Donnerkieferherz. Das ist keine Wohltätigkeit. Aber es ist ein Deal. Ich müssen wir aber jetzt sowieso gleich jagen. Eine Zeit lang. Dann geben wir jetzt schnell noch den Ich habe das Teil ab. Schon. Wow, da den hätten schon. Wir unseren Geil. Deal. Schnell jetzt, verarzten wir dein armes Gewissen. Sieh nach dem Mädchen und es ist deins. Vorher nicht. Oh, bitte, bei meinem Eid. Das Mädchen wird überleben und die traurige Zukunft sehen. Man sollte uns nicht zusammen sehen. Geh schon mal vor in die Slums. Ich finde dich dort schon. Was? Du bist nicht zu übersehen. Stirb! Rede mit Abbas. Wer ist Abbas? Verstanden? Meter in die Richtung. Da hat mir das Herz sogar schon. Dann hätte ich gesagt, dass wir dem anderen Quest abgeben und dann im nächsten Part dann halt quasi in einem Rutsch das mal ein bisschen Donnerkiefer und den Sturmvogel dann besiegen. Ich will ja bis zum Wochenende, heute ist Donnerstag, bis zum Sonntag das Spiel hier durchhaben, weil jetzt so langsam nehme ich mir dann auch eine Auszeit von, ich sag mal, 2 Wochen ungefähr. Na, kleiner Junge? Steh! Zu klein! Du bist es. Sei gegrüßt. Hier ist jemand für deine Schwester. Wie hast du... Womit haben wir das verdient? Nein, warte. Ich will es gar nicht wissen. Sonst zieht ein Schatten vorbei und es ist weg. Kluger Junge. Er wird sich jetzt um sie kümmern. Nicht wahr? Wenn man mich nicht weiterhin ablenkt, ja. Heilers Eid abgeschlossen? Gibt aber nur Erfahrung, kein Fähigkeitspunkt. Trotzdem werden wir haben wir unseren dritten irgendwo bekommen. Schnell, stiller Sprint, ist auch cool. Aber erstmal Maschinen rufen plus. Sind wir ziemlich nah an einem Ende. Da oben ist das Finale. Noch nicht für uns. Ihr wisst ja, wir gehen jetzt als nächstes hier hin. Haben Stufe 46 erreicht. Lass uns jetzt auch noch hierhin teleportieren. Dann war's das für den Part. Das ist kein Speicherpunkt. Da ist einer. Kann man durch die halbe Stadt dann cruisen im nächsten Part. Oder... Laufen wir da jetzt noch hin? Geben wir den noch ab? Eigentlich wäre es ja schon ganz cool, wenn wir den Quest auch beenden, zumindest im selben Part. Also das machen wir jetzt noch. Also ich finde, das gehört sich so, dass man wenigstens dann den Quest im selben Part beendet. Müssen wir mal gucken.
Ich meine, wir spielen jetzt eine halbe Stunde ungefähr. Doch dann jetzt die 5 Minuten, 10 Minuten, da haben wir noch drauf. Ich will nur nicht, dass es wieder gleich nicht abspeichert. Deshalb will ich es bei einer halben Stunde jetzt belassen. Eigentlich. Und dieser ewig lange Ladebildschirm. Also der Sommer ist auch noch kein wirklicher Sommer. Ich meine, es gibt zwar heiße Tage immer wieder, aber grundlegend finde ich es nicht so warm. Ich will jetzt auch keine 40 Grad haben, aber so 35 Grad, dass man schön in den See springen kann oder so. Perfekt, perfekt. Fixen ist ja wirklich, wenn es letzte Woche 30 Grad war, dann kommst du Montag in die Arbeit, 15 Grad. Leckt mich am Arsch. Und dann erstmal wieder schöne Rotznase geholt, weil dieser Übergang natürlich ekelhaft ist. Ekelhaft. Aufstiegsbelohnung, Fertigkeitspunkt plus 1. Achso, das war wegen dem Level. Gut bezahlte Arbeit, anständiger Schlag. Schweiß und harte Arbeit haben noch keine Geschlagen. Hallo. Hallo. Hochwertige Waren zu fairen Preisen. Dann sind wir auch an der Stelle, wo ich das letzte Mal aufgehört habe. Was für eine Zeitverschwendung. Ich habe zwar da noch was anderes nebenbei gemacht, aber das ist jetzt egal. Den Sonnenkönig zu beschützen. Was zum Teufel hat die Garde dort zu suchen? Das ist noch. Na, alter Mann. Was hast du denn zu sagen? Immer eine Freude. Und die Kleine ist auch da. Sonnenhabicht. Hiermit bürge ich für Aloy von den Nora zur Mitgliedschaft in der Loge. Nein. Sehe sie an. Sie ist nur eine Wilde. So tief kannst du nicht sinken, Talana. Sie hat die Anforderungen erfüllt. Und König Avad hat bestimmt, die Loge für alle zu öffnen. Sie hat sein Leben gerettet, aber bestimmt hört er sich nur zu gern deine Vorurteile an. Möchtest du das mit ihm diskutieren? Das Wort des Sonnenkönigs ist Gesetz. Auch wenn es die Loge ruinieren wird. Also gut. Schwörst du, Aloy von den Nora, im Dienste der Jägerloge redlich und edel zu handeln, jetzt und immer da? Ich schwöre. Mitglieder der Loge, obwohl Takas kaum kalt ist, präsentiere ich euch Aloy von den Nora. Mitglied und Drossel, was sagt ihr da? Auf die Jagd! Für eine Fremde bürgen. Mach du weiter sinnlose Gesten. Ich suche Rutschen. Ich will auch Rutschen schlagen. Lass ihn mich verhauen. Sofort! So, das war's jetzt hier für diesen Part. Wir machen gleich weiter im nächsten Part und reden sie an und gehen in den nächsten Quest. Bis dann, ciao!